1. Oktober 1966, 0 Uhr. Die beiden Hauptkriegsverbrecher Albert Speer und Baldo von Schirach werden nach 20 Jahren Haft entlassen. Margarete Speer hatte ihre 6 Kinder alleine großgezogen. Der ehemalige Architekt des Führers und Reichsminister für Bewaffnung und Munition hatte sich in den 20 Jahren auf diesen Tag gründlich vorbereitet. Der Mann, der Adolf Hitler aus nächster Nähe erlebt hat, einer der mächtigsten Minister des Dritten Reichs, wird nun seine Erinnerungen schreiben. Jeden Schritt hat er aus seiner Zelle heraus schon organisiert. Etwa 20.000 Blatt Papier waren als Kassiber aus dem Gefängnis zu seinem Freund Rudi Wolters nach Coesfeld geschmuggelt worden. Der Architekt und Rüstungsminister Albert Speer war gescheitert. Nun will er sich mit seiner Autobiografie in das Buch der Geschichte einschreiben.